Hallo ihr lieben YouTube-Enthusiasten, Gaming-Zuschauer und Gamer natürlich da draußen. Willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Ich begrüße euch zu einem weiteren Let's Test am Dienstag. Was spielen wir heute? Offworld Trading Company. Ein relativ aktuelles Spiel, veröffentlicht im Februar dieses Jahr, also gar nicht so lange her. Was ist es? Es ist ein Strategie-Wettkampf-Indie-Game, kostet derzeit, ich sag's euch, 29,99 bei Epic Games. Und kurze Einleitung, der Mars wurde besiedelt, die größten Riesenkonzerne der Welt wurden eingeladen, dort Unternehmen aufzubauen. Der Kampf um die Marktvorherrschaft in diesem Wirtschafts-Echtzeit-Strategiespiel von Søren Jonsson, dem Lead-Designer von Civilization 6, ist unerbittlich. Dieser Faktor hat mich schon extrem angetan. Civilization 6, mega viel gesuchtet bei mir. Ich bin sowieso gerade, wie ihr auch schon gemerkt habt, auf meinem Kanal so in diesem Surviving Mars Trip. Hat mich also total gleich angetan. Muss ich testen? Ich hab's noch nicht angezockt. Kein bisschen. Ich spiele das jetzt for real das erste Mal mit euch zusammen. Deswegen würde ich sagen, fürs Gameplay hier reicht Tutorial. Oder die Tutorials, würde ich sagen. Oder wir schauen da einfach mal allgemein rein, was da so kommt. Und gucken einfach mal rein. Ne? Wir sind im Unternehmensaufbauseminar. Und schauen mal, was uns hier so erwartet. Ich bin echt gespannt. Ich stehe auf solche Spiele. Hallo Mensch, willkommen auf dem Mars. Ich bin Joji5 und werde deinen Aufstieg zur nächsten Wissenschaftsstufe überwachen. Okay, ich lese, glaube ich, nicht alles immer vor, sondern vielleicht nur die wichtigsten Teile. Wir erwarten, dass du die Einrichtung von Yoshimi Robotics ausbaust und dir eine adäquate Energiequelle sicherst. Ich bin genau der Richtige. Kann ich nur auswählen? In diesem Hauptquartier können wir unsere Güter aufbewahren und neue Gebäude produzieren. Aha, okay. Okay, Metallressourcen. Dies ist ein idealer Standort mit reichem Aluminium- und Eisenvorkommen. Das Symbol, das steht für Eisen. Und das hellere für Aluminium. Die Zahl der Würfel stellt jeweils die Dichte dar. Okay. Klicke und ziehe auf dem Gelände. Achso, Bewegung. Ja, okay. Das ist, glaube ich, uns allen klar. Wie das gemacht wird. Wir bauen jetzt eine Lagerstätte für Aluminium. Warte mal, ich kann ja... Achso. Wo soll ich die... Ah, man kann hier draufsetzen. Zack. Genehmigung. Achso, baue eine Erzmine auf... Ah, es gibt verschiedene. Okay. Warte auf die Lieferung. Wir warten auf die Lieferung. Sehr cool. Sobald diese Mine erbaut ist, wird sie automatisch Ressourcen sammeln. Okay. Klingt logisch. Klingt sehr logisch bis jetzt. Okay. Eisen wurde abgebaut. Und jetzt warten wir auf die Lieferung. Leute, liefert doch mal. Wer liefert hier nicht? Ah. Transportschiffe liefern Ressourcen von entfernten Orten. Automatisch zu unseren Fabriken. Okay. Und unsere Vorräte werden automatisch erhöht. Sehr cool. Die Zahlen neben... In diesem Zeichen ist für Aluminium. Aluminium kann verwendet werden, um unsere Fabriken auszubauen. Leider ist Eisen aber ziemlich anfällig. Bitte baue als nächstes zwei Stahlwerke. Das größtenteils nutzlose Eisen wird zu widerstandsfähigem und rostfreiem Stahl weiterverarbeitet. Okay. Stahlwerk. Keine Ahnung. Wir bauen es dahin. Ich weiß nicht, ob das Sinn gemacht hat, direkt dran zu bauen, aber wir werden es mal sehen. Ach, zwei Stahlwerke. Guck mal, hier kriegt man dann einen Bonus von 50%, okay. Genau. Habe ich auch gerade schon festgestellt. Sehr gut. Ist auf jeden Fall ganz schön gemacht, finde ich. Also ist jetzt nicht so ultra aufwendig. Aber entspannt. Und jetzt wird unser Eisen zu Stahl produziert. Okay.
Damit können wir jetzt unser Roboter-HQ-Hauptquartier aufwerten. Dank diesem Ausbau haben wir Zugriff auf weitere Claims, mit denen wir mehr Gebäude errichten können. Okay, das sind hier also Siliziumreserven und schwarz steht für Kohlenstofffundorte. So, wir bauen jetzt einmal Silizium. Kohlenstoff ist dort hinten. Aber bis jetzt simpel. Bis jetzt simpel. Ich glaube, wir können hier auch ein bisschen vorspulen. Okay, wir sind nun Freunde. Super. Kohlenstoff und Silizium sind für vieles nützlich, aber mein Favorit ist die Kombination mit Aluminium und Elektronik zu erzeugen. Okay, wir bauen eine Elektronikfabrik. Verbraucht Energie, Aluminium, Kohlenstoff, Silizium für Elektronik. Nur ist die Frage, wohin mit dem Teil? Da kostet es Strom, minus 0,9 und hier nicht. Ich baue es einfach drumherum. Zwei Elektronikfabriken, mal wieder genau nebeneinander hier. So, zack. Zack, zapp, 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 zapp. Währenddessen kann ich mal einen Schluck trinken. Sehr gut. Sehr gut. Danach sollen wir wieder unser Roboter-Hauptquartier hochbauen. Bin mal gespannt. Kriegen wir einen Anruf oder was? Call me, call me. Und wieder. Ich lese das jetzt nicht vor, ist mir zu lang. Solarenergie nutzt die Sonne. Eine ununterbrochene Versorgung wird durch den Lauf der Sonne verhindert. Windturbinen nutzen starke. Das kommt schon sehr an Surviving Mars gerade, finde ich. Okay. Baue einen Sonnenkollektor. Wo auch immer hin. Wir bauen ihn erstmal einfach. Keine Ahnung. Wir bauen ihn hier mal ran. Der braucht Aluminium und Silizium, wovon wir en masse haben. Ich weiß bloß nicht. Der generiert plus 1,32 Energie. Die Finsternis. Die Nacht ist angebrochen. Zeit für eine gute Nachtgeschichte. Jetzt brauchen wir Windturbinen. Weil, die generieren... Oh, was ist das hier? Ich frag mich... Oh, guck mal, hier kriegt man einen Plus dann, ne? Ist höher, glaube ich. Weil vielleicht mehr Wind. More Wind. Es steigt die Effektivität, aber sieht man auch an dem grünen Balken. Sehr interessant. Bauen wir mal hier hin. Wir haben hier auf jeden Fall irgendwie Minuseinnahmen. Das ist schon mal nicht gut. Aber wir schauen mal. Wir spulen das Ganze mal wieder ein bisschen vor, dass wir hier auch ein bisschen vorankommen. Möchte ein bisschen mehr sehen noch. Geothermalkraftwerke entziehen diesen seltenen Thermalspalten Hitze und wandeln sie in Energie um. Okay. Geothermalkraftwerk. Bauen wir auch? Kein Problem. So. Fertig. Das war Teil 1. Abbau von Ressourcen. Ich gehe mal jetzt hier auf Hilfe meiner Karriere auf die Sprünge. Wir nehmen den nächsten gleich hinterher. Konzerne sind Menschen. Das Geschäft auf dem Mars blüht. Wir schauen rein. Kommt mir schon ein bisschen ähnlich alles vor. Schauen wir mal. Hallo Partner. Hey ho. Ling lang. Energieversorgung über Windturbinen. Okay. Okay, blau steht für Wasser. Wir bauen Wasserpumpen. Eine. Wir brauchen Wasser. Hier haben wir schon eine Windturbine. Da ist der Stark. Da haben wir eine Erzmine. Ein Stahlkraftwerk. Okay. Wasserproduktion. Okay, die Kolonie ist unsere Kunden. Okay, was sind die Bedürfnisse? Die haben Bedürfnisse, die müssen wir jetzt erfüllen. Sie wollen Happa Happa.
Okay, du kannst so zum Beispiel dieses Namen zu $90 pro Dekabuschel. Ich glaube, es wird nicht so ausgesprochen. Verkaufen. Wir wollen es verkaufen. Du musst einige Farmen bauen, dafür können wir unser gesammeltes Wasser hervorragend einsetzen. Und wir verkaufen überschüssige Ressourcen, kaufe einiges an Glas und dann solltest du es mit den Farmen hinhauen. In Ordnung, vergiss nicht, wenn du die Farmen nebeneinander baust, erhöht sich der Output. Wir bauen Farmen, dafür brauchen wir Wasser. Okay. Wir haben hier Stromverbrauch, ich weiß nicht, Minus, egal, wir bauen hier hin. Okay. Um ein Gewächshaus zu haben, brauchen wir 10 Tonnen vom Glas. Du kannst mehr davon auf dem Markt kaufen. Sobald wir ein eigenes Unternehmen führen, kannst du während des Bauens die benötigten Ressourcen automatisch kaufen. Okay. Kaufe 20 Glas. Und das ist hier Glas. Oh. Wir brauchen mehr Geld. Aha. Wir haben noch keine Kohle. Achso, wir sollen auch zwei erstmal bauen. Hahaha. Gut, dass ihr mir wieder Bescheid sagt. Ich habe aber keine Kohle. Null Einkommen. Ressourcen für Bargeld verkaufen. Oh. Wir können aber Wasser verkaufen. Verkaufen wir halt Wasser. Kann ich eine zweite Farm bauen? Kann ich nicht. Was kostet die? Da blicke ich noch nicht durch. Was kostet mich... 120? Ich habe doch $840. Achso, da, weil wir Glas brauchen. Ist gerade nicht so gut, der Wasserverkauf, glaube ich. Verstehe. Wir mussten also Wasser verkaufen. Für einen Preis von 25 und das steigt und fällt hier aus, sieht man. Das gerade ist gefallen, jetzt steigt es wieder. Jetzt kaufen wir nochmal Glas. Und wir bauen ja jetzt hier gerade noch Gewächshausfarmen. Aha, so funktioniert das mit dem Einkauf. Warum bist du noch nicht fertig hier? 1, 2, 3, 1 im Sinn. Wir spulen. Zap, zap. Ach so, ja, da, wir müssen ja noch ein zweites bauen. Warum sagt ihr mir denn schon wieder nicht Bescheid? Aber wir können Nahrung verkaufen. Für eine Menge Geld. So. Genau, wegen 50% mehr Produktion. Jetzt spulen wir hier wieder. Zack, 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 zack. Nahrung kann man für unheimlich viel verkaufen. Okay. Hydrolyse-Reaktor nimmt das Wasser und spaltet seine Moleküle in Wasserstoff und Sauerstoff. Der Wasserstoff wird in Treibstoff, der Sauerstoff wird in wird tiefgefroren in flüssiger Form gelagert. Okay, wir machen jetzt mal wieder nur auf schnell. Wir sollen ein Hydrolyse-Reaktor bauen. Ich sehe noch nicht so durch, was der kosten soll. Wir bauen aber auf jeden Fall mit hier ran. Bis jetzt kostet der mich gar nichts. Baue zwei davon. Sind anscheinend die gleichen. Okay. Antizipiere massive Profite. Also Vorhersagen. Hieß es aber nicht, ich kann der Kolonie irgendwie was kaufen. Ich kann auf jeden Fall hier Nahrung verkaufen. Übertriebenst. Das bringt richtig Kohle. Die Zahl neben dem Wassersymbol ist unsere Produktionsrate. Ist die Zahl rot, verbrauchen wir mehr. Wir verlieren zwar kein Geld, aber dafür die Möglichkeit profitable... Also, okay. Eis funktioniert auch. Wasserpumpen wird sehr nützlich sein. Zudem gibt es in den Eisfällen über uns Wasser mit Sonnenkondensatoren, kannst du sammeln. Diese Methode ist zwar nicht so effizient wie Wasserpumpen, aber zur Not klappt es. Claims. Wir verfügen über kleine Claims, okay. Wir haben keine Claims mehr, aber wir brauchen mehr Wasser.
Das gesamte Land um uns herum gehört der Kolonie. Die Kolonie ist beim Vergeben von Claims sparsam. Indem wir mit unseren Anlagen expandieren, erlangen wir ihr Vertrauen und erhalten mehr Claims. Lass uns das HQ ausbauen, um unsere Wasserproduktion zu stabilisieren. Okay. Dafür brauchen wir Glas. Wir kaufen Glas. Mehr kann ich nicht. Ich muss verkaufen. Kohle gemacht. Glas gekauft. Ausgebaut. Zack, zerab. Kein Problem. Wir haben, jetzt brauchen wir 2 Sonnenkondensatoren. Generiert Wasser. Okay. Hier. Aber wir können auf jeden Fall Nahrung verkaufen. Zu einem enormen Preis. Das drückt aber auch gleichzeitig. Ah, es drückt auf jeden Fall den Preis. Okay, dafür brauchen wir wieder mehr Glas. So. Und dann noch eine weitere Wasserpumpe. Wo ist denn unsere Wasserpumpe? Aha. Braucht Wasser. Hier und hier. Aber hier kriegen wir 50% Bonus. Und somit steigert das wieder unser Wasser. Sehr cool. Also es hat aktiven Einfluss darauf. Okay, aufgrund der Energiekosten arbeiten wir seit dem Start mit einem ziemlichen Defizit. Wir haben Schulden von 32.000. Oh mein Gott. Wir wissen dank unserem aktuellen Schuldenrating, dass wir mit den momentanen Schulden klarkommen. Mhm. Wir haben ein Schuldenrating. Das reicht von AAA bis D. Ersteres ist eine hervorragende Bewertung. Letzteres ist schlecht. Unser Schuldenrating ist derzeit AA, weswegen wir noch einer komfortablen Position sind. Okay, wir brauchen mehr Energy. Energy! Baue 2 Sonnenkollektoren. 2 weitere Sonnenkollektoren. Hatten wir nicht? Hatten wir noch nicht. Bringen die irgendwo mehr? Nein. Also, hier und daneben für einen Bonus. Zack. Wir haben 35.000 Schulden. Weil wir Minus machen. Wahrscheinlich wo auch immer her Energie beziehen, was wir gar nicht haben. Sehr gut. Sehr schön. Lerne mit Schulden umzugehen. Natürlich wird das Geld, das wir mit dem Überschuss durch automatischen Verkauf machen, mit unseren Schulden umberechnet. Sehr gut. Einiges, das Wichtigste zuerst, womit wir unsere Profite in die Höhe treiben können. Leider nur fehlen uns wieder die Claims. Wir müssen wieder expandieren. Dazu brauchen wir mehr Glas. Dazu müssen wir wieder Glas kaufen. Was uns wieder Geld kostet. Nicht so schlimm. Erhöht. Wir haben gerade neue Landclaims bekommen. Der Glaspreis sieht aktuell gut aus. Wir müssen Glas produzieren. Glasschmelzöfen sind riesige Schmelzöfen, in denen Sauerstoff verbrannt wird, um Silizium in große Glaspellets zu schmelzen. Glas wird aus folgendem hergestellt. 1 Sauerstoff plus 4 Silizium gleich 1 Glas. Wir bauen einen Glasschmelzofen. Direkt dran da. Okay. 3 sollen wir bauen. 3. 3 Glasschmelzofen. Uiuiui. Unser Timing könnte nicht besser sein. Durch einen kleinen Industrieunfall sind beinahe alle Scheiben aus des Forschungsmoduls der Kolonie zu Bruch gegangen. Ich liebe es, wenn die Preise in die Höhe schnellen. Uiuiui. Okay, hör zu, wenn du Glas brauchst, kann es sein, kann es sich wie Wucher anfühlen. In Wirklichkeit aber ist die Nachfrage gestiegen. Wir müssen produzieren, dringend. Baue 3 Glasschmelzöfen. Dann bauen wir 3. Kein Problem. 3 gebaut. Und wir müssen Silizium abbauen. Elementarbruch auf Silizium. Sehr gut. Wir müssen mal gucken. Sauerstoff fehlt uns. Also baue ich noch so ein, wenn ich es kann. Aber kann ich? Doch, kann ich noch. Sehr gut. Wir bauen noch so ein Ding, damit wir hier nicht im Minus fallen. Noch haben wir ja Reserven. Ui. Wir haben ja schon so viel Glas. Wir produzieren ja schon Glas und was verkaufen. Zack. Zack, zack. 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 50 Glas verkauft. Wir sind reich. 19.000. Katsching, katsching.
Fantastische Arbeit. Ein positiver Nebeneffekt eines starken Unternehmens ist, dass die Kolonie ebenfalls davon profitiert. Eine Win-Win-Situation. Wir beeinflussen zwar nicht, wie die Kolonie wächst, aber ihre Wachstumsbestrebungen haben großen Einfluss auf die Ressourcenpreise. Platzierst du den Cursor auf den Hafen, wird eine Übersicht über den Verbrauch der Kolonie. Okay, was für ein Hafen? Ah. Da steht's ja. Habitat und Arbeitsplätze. Die wichtigsten Gebäude sind Habitat und dank denen die Bevölkerung der Kolonie wachsen kann. Mhm. Wie im Unternehmen bestehen Kolonien aus Leuten. Nach einem hektischen Tag auf der Arbeit braucht man eine Ablenkung, muss Dampf ablassen. Wer weiß, was Menschen mehr brauchen als ein gut geführtes Unternehmen. Wir sollten in der Nähe der Kolonie einen bauen, am besten angrenzend an so viele Habitate wie möglich. Beim Immobilien dreht sich alles um drei Dinge. Standort, Standort und Standort. Okay, wir sollen Elektronik kaufen. Das wird teuer. Aber wir machen ja hier Cash. Dann kaufen wir auch gleich mal 50, weil wir es können. Und bauen jetzt einen Vergnügungsbau. An einen guten Standort. Plus 101. Plus 101 hört sich gut an. Ja, 110, sorry. Zack. Ich wusste gar nicht, dass wir da einfach so bauen kann. Hier sind Habitat. Okay. Werkstätten. Perfekt. Dadurch kriegen wir Geld. Wird für uns eine schöne Einnahmequelle sein. Du bist nun zertifiziert, um bei Senatia Development ein erfolgreiches Unternehmen zu planen. Bevor du gehst, unterschreibe bitte diese Geheimhaltung. Wir unterschreiben, geheim ist unser zweiter Name. Tadada! Wunderbar. Probieren wir noch Tutorial 3. Rückgewinnungsindustrie. Ich bin auf jeden Fall schon gut angetan von dem Spiel. Ein neues Zuhause. Zunächst einmal verwenden wir kein rostfreien Stahl als Baumaterial. Für hochtechnisierte Dinge mag er angemessen sein, aber unsere geringen Sicherheitsstandards erlauben uns den Einsatz von Kohlenstoffverbindungen. Okay, Kohlenstoff. Kohlenstoff kommt in und bei Einschlagskratern vor. Wir können ihn zügig abbauen und variabel für den Bau. Wir verwenden für den Bau ebenfalls Aluminium und Glas. Zeit zu lernen, wie man einen guten Standort findet. Die wichtigste Entscheidung triffst du gleich zu Beginn den Standort von Plünderer HQs. Wir wissen, wo sich in der Nähe der Kolonie Mineralvorkommen befinden, aber wir müssen erst Tiefenscans durchführen, um die Art der Mineralien festzustellen. Wie man scannt, Auskundschaften und alles, was dazugehört, klicke auf ein nahes Gebiet, um einen magnetischen Resonanzscan vorzunehmen. Wir vermuten bei Strahlressourcen, aber wissen nichts genaueres. Okay. Scan. 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 Wie viele Scans haben wir? Scan. Ui. Das ist ein guter Platz für ein Plünderer HQ. Er bietet Vorkommen für die zentrale Baumaterialien zusammen mit der jener Menge Wasser für die Lebenserhaltung unserer Mannschaft. Mir gefällt es hier. Aber wir müssen noch mehr finden. Da ist auch verschiedene Ressourcen. Hier ist ein interessanter Platz, allerdings sind die Bauressourcen nicht umfangreich und das nächste Wasservorkommen nicht von besonderer Qualität. Silizium ist aber stets nützlich, sowohl für Glas als auch die Elektronikproduktion. Es ist schön, dass wir Optionen haben. Oh. Das ist verdammt viel Kohlenstoff und Aluminium. Mit dieser Menge an Kernmaterialien können wir einen schnellen Start hinlegen. Schneller Start ist gut. Sehen die Dinge gut aus. Ich bereue es nicht, dich mitgenommen zu haben. Da du so begeistert bist, entscheide doch, wo du unser Plünderer HQ gegründet werden soll. Wir können sie später nicht mehr als Vorrat nutzen. Schwere Entscheidung. Okay. Wo fangen wir an? Dort? Dort? Oder dort? Wir machen den schnellen Ausbau. Ich will das mal sehen, was hier so passiert. Zack. Viele von uns sind ein großes Risiko eingegangen. Frank, wer ist Frank? Zurück zum Wesentlichen. Unser Schiff ist gelandet. Kümmere dich gut und schnell um alles. Sammle einige Baumaterialien und versorge unser HQ mit Wasser. Okay, baue... wir wollen Kohlenstoff. Elementarbrüche auf Kohlenstoff.
Zack. Und hier. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Wasserpumpe. Da müssen wir weit, weit weg bauen. Ganz schön weit weg. Verbraucht auf jeden Fall eine Menge Energy. Energy. Und da brauchen wir noch Erzminen. Hier. Sehr gut. Wir haben auf jeden Fall Schulden. Das ist gut. Oder auch nicht. Ich bin auf jeden Fall mega positiv angetan bis jetzt von dem Spiel. Macht mir auf jeden Fall Laune. Also auch wenn es so Tutorial ist. Ich liebe die Rückgewinnungsindustrie. Während andere Eisen abbauen und zu Stahl verändern müssen, verwenden wir den Kohlenstoff ganz direkt. Puh, prima. Vorübergehend können wir Sauerstoff und Energie von der Kolonie auf Pump kaufen, aber wir sollten ein paar Farmen bauen, bevor wir den nächsten Schritt unternehmen. Okay. Ausbau vom Plünderer. Baue eine Wasserpumpe. Wir können schon mal ausbauen, weil wir haben Glas. Gut, ausbauen. Dann bauen wir eine Wasserpumpe, weil wir brauchen mehr Wasser anscheinend. Hier gibt es einen Bonus, deswegen nehmen wir die. Ist zwar nicht so effektiv. Und Gewächshausfarm für die Nahrung, weil da machen wir auch noch zurzeit ein Minus. Ist nicht so gut. Dadurch, dass wir überall Minus machen, leben wir noch von unseren Ressourcen oder wir leben auf Pump. Und auf Pump heißt minus 32 Dollar pro Einheit Treibstoff. Was sehr ungeil ist, weil wir Schulden aufnehmen. So. Guter Start, so ist es. Check. Huh! Wer ist er? Ich erwarte eine Lieferung. Bitte lass mich wissen, falls du sie versehentlich bekommen hast. Wer ist er denn? Nachbarschaft. Der Wettbewerb um New Amsterdam etwas stärker geworden. Frisch von Yoshimi, der neueste Schrei der Menschenersetzung, treuer Helfer ohne Pause. Hm? Das hätten wir uns holen sollen. Nun hat unser Konkurrent die schicke Energieressource und wir stehen mit leeren Händen da. Das ist nicht gut. Fangen wir an, indem wir ein paar Windturbinen produzieren, damit unsere Energiekosten nicht zum Profit der Konkurrenz werden. Okay, Windturbine. Oh, können wir so weit wegbauen? Geil. Wusste ich gar nicht. Safe. Oh, hier. Plus, plus, plus. Plus, plus. Energiepreise sehen gut aus. Das ist eine gute Gelegenheit für zusätzliche Einnahmen mit unserer überschüssigen Energieproduktion. Okay. Unser Unternehmen ist auf dem Pfad der Tugend. Nenn mich einfach Raskolnikov. Ich bin gerade da. Ich will das gar nicht lesen. Ich will das Wichtigste haben. Irgendwie der Schwarzmarkt. Schwarzmarkt. Was können wir machen? Wir werden einige seiner Kumpanen anheuern, um eine Meuterei an Geothermalkraftwerk zu verüben, damit die Roboter etwas Demut lernen. Dir und dein und paar Jobs. Ja, ja, ja. Okay. Kaufe eine Meuterei auf dem Schwarzmarkt. Meuterei im Geothermalkraftwerk. Geothermalkraftwerk schickt uns nun für eine Weile Energie. Zeit zur Abwechslung mal die Früchte der Arbeit eines anderen zu genießen. Erweitern wir die Plünderer-HQ für neue Landclaims. Mit diesen Claims sollen wir uns dann der Glasproduktion widmen. Okay. Erstmal bauen wir unseren... das ist New Amsterdam. Hier sind wir. Wir bauen aus. Zack. Dann sollen wir eine weitere Windturbine bauen, weil wir noch keine haben. Wir hatten hier noch so einen dicken Ort. Ich wusste gar nicht, dass man die so weit wegbauen kann. Ist ja unglaublich. Okay, baue eine Windturbine, baue ein Elementarbruch auf Silizium. Wo ist Silizium? Silizium ist hier. Haben wir noch irgendwo anders? Nein. Und baue zwei Glasschmelz. Einer. Da fehlt uns wahrscheinlich dann... Nee, zwei. Okay. Was jetzt? Rache. Oha. Sie haben EMP auf uns abgeladen. Gebäude sind ausgeschaltet. Mayday, Mayday. Okay. Wir sollen eine Hacker-Matrix bauen.
Oh, was ist jetzt alles? Ausbau von Plünderer. Glas müssen wir dazu produzieren. Und Elektronik. Ich meine, ich könnte auch Glas einkaufen. Aber wir produzieren ja jetzt Glas. Hoffe ich. Weil wir haben jetzt einen Glasschmelzofen. Aber es nützt uns nichts. Also kaufe ich jetzt Glas. Und hierfür brauchen wir Elektronik. Kaufe ich jetzt halt einfach. So, Hacker Matrix. Was macht die? Erlaubt es dir, insgeheim den Preis von Ressourcen am Markt zu manipulieren? Baue eine Hacker Matrix. Nutze einen Schlägertrupp gegen Hacker Matrix. Schlägertrupp kaufen. Jetzt kaufen wir einen Schlägertrupp. Wo sollen wir das jetzt? Was? Nutze einen Schlägertrupp gegen Hacker Matrix. The hacker array is finished. Time to change our passwords. Wo ist denn die Hacker Matrix bei denen? Kann doch nicht gegen meine eigene führen. Nutze einen Schlägertrupp gegen Hacker Matrix. Das verstehe ich jetzt mal gar nicht, was ich machen soll. Das ist nicht das richtige Ziel, danke. Wo ist denn der Tricht? Zu weit raus. Ach so, die verteidigen das, oder was? Mhm. Verstehe. Wir sollten unsere Elektronikproduktion hochfahren und Hacker Matrix einsetzen, um das Angebot zu verknappen, wodurch die Preise in die Höhe schießen. Aha. Wir nutzen jetzt die Hacker Matrix. Für Elektronik. Bringt noch mehr Elektronikfabriken zum Laufen und stellt sicher, dass unsere Lebenserhaltung weiter funktioniert. Okay, wir sollen zwei neue Hydro-Dinger bauen. Dangerous explosives available to the highest bidder. Oh, es passiert jetzt hier alles. Wegen diesem heimtückischen Angriff auf unserem Gewächshaus von Dynamit könnten wir nutzen, um diesen seelenlosen Maschinen eine Lektion. Warte, jetzt bau jetzt. Warte. Jetzt soll ich Dynamit hier? Komm hier. Gekauft. Ich biete mit. So viel habe ich gar nicht. Ich biete einfach mit. Oh, wie viel Kohle hat denn der? Was macht denn der? Mitgeboten. Ja, kann er haben. Für viel Geld gekauft. Alles richtig gemacht. Wir wollten noch eine zweite Hydrolyse-Reaktor bauen, weil wir brauchen Sauerstoff. Dann brauchen wir zwei Elektronikfabriken. Die kommen dann hier und hier hin. Mal, jetzt machen wir hier wieder Plus, außer mit Energy. Okay. Jetzt wird's ja hier hektisch mit Auktion, dies, das. Uiuiui. Es wurde eine Maßnahme vorbereitet, um deinen Ruhestand zu beschleunigen. Ha, wir haben Dynamit abgefangen. Gratis Dynamit und nettes kleines Zeit für etwas Spaß. Okay, nutze Dynamit, um Gegner platt zu machen. Dynamit kommt auf. Was sollen wir machen? Erzmine Energy. Puff. Wir sind jetzt Rivale, endgültig. Da-da-da-da-da-da-da-da. Strafregister löschen. Ja, cool. Was würde es noch geben? Chemie, was innewohnende Macht, wird dich betreuen, während du versuchst, deine persönlichen Erfolge in Höhen. Und hier hätten wir New Meridians, wird dir zeigen, wie du mit angewandter Wissenschaft die Konkurrenz ausbremst. Meine Güte, es gibt so viel und da gibt es hier unten noch mehr. Wow.
Ich würde sagen, das reicht aber an dieser Stelle. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Ich bin begeistert. An sich sehr begeistert von dem Spiel. Coole Mechanics dahinter. Man braucht wahrscheinlich eine relativ lange Zeit, um sich einzufuchsen. Aber es hat bis jetzt, die Tutorials, schon Spaß gemacht. 29,99 ist schon ein deftiger Preis. Wenn ihr das Glück hattet, habt ihr aufgepasst und konntet das im Epic Games Store zwischenzeitlich umsonst abgreifen. Sehr nice. Ich hoffe, ihr hattet jetzt genug Einblick in das Gameplay von dem Spiel. Wie gesagt, schreibt mir gerne euer Feedback mal unten in die Kommentare rein und sagt mal, was ihr davon haltet, ob man das mal weiterspielen sollte, ob wir da vielleicht noch eine kleine Let's Play-Reihe anstatt Surviving Mars machen sollten, um hier mal reinzugucken, falls ihr keinen Bock mehr habt auf Surviving Mars. Sonst würde ich mich natürlich über alles andere auffreuen, den Daumen nach oben, die Glocke aktivieren und ein Abo. Wir haben nicht mehr viel vor uns, bis auf die 100. Ich würde mich freuen auf euch und auf euer Feedback, auf euer Support. Danke fürs Zuschauen. Ich bin erstmal raus an dieser Stelle. Ciao, ciao.